Hallo und herzlich willkommen zu diesem Zusammenschnitt aus dem Geburtstags-Livestream. Turbi Raptor wurde 2 Jahre alt und das haben wir gefeiert mit einem 3-stündigen Livestream. Hier seht ihr jetzt nur einen Ausschnitt. Dann switchen wir direkt zu Factorio. Ja, wir sind jetzt auch schon drin. Ja. Jetzt sollte man das Ganze auch sehen. Wir werden angegriffen. Schon wieder. Ja. Aber diesmal ist mal eine ganz andere Richtung. Von da unten. Ja, ich meine, da Abstellgleis für Personenzüge. Lol. Ja, gut, an sich hat die Mauer gehalten und wir haben dort ja auch überall Verteidigung aufgebaut. Aber das wird wahrscheinlich das hier gewesen sein. Wahrscheinlich. Och, Pascal, lass doch die Drohnen nicht immer so weit rennen. Nee, das war das falsche Gleis. Die fliegen, ja. Oder sind das meine? Da hab ich verfahren. Falsches Gleis. Och, Pascal. Ich habe dort, wo sie kaputt gemacht haben, jetzt die Mauer repariert. Ist nie viel passiert, weil wir dort ja überall Waffen stehen haben. Ja. Da. Gott, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Warte, nee, ich will. Wie lange haben wir jetzt kein Factorio mehr aufgenommen? Zu lange, weil ich komme nicht mehr drauf klar, wie ich das steuern soll. Okay, Kuh ist weglegen, Kuh ist weglegen. WASD. Nee. es geht mehr um diese ganzen Menüs etc. Habe ich zu viel Dysons 4 Programm und Satisfactory gespielt. Kuh ist weglegen und kopieren etc. Das ist wichtig zu wissen. Und E ist Inventar. Und so wie es... Ja, lol. Und soweit ich das sehe... haben wir unsere erste Eisenquelle jetzt dann doch finally aufgebraucht. Ja. Cool ist das. Aber wir kriegen schon per Zug Lieferungen. Also. Ich überlege gerade, weil wir so viele wir haben ja so viel Kohle liegen, aber hatten wir nicht mal irgendwie mal vorher gehabt, Kohle irgendwie wegzumachen? Zu. Was? Nö, Kohle war nicht mehr genug, glaube ich. Aber ich meine, wir brauchen Kohle halt trotzdem immer noch für Kunststoff etc. Also deshalb. Auch wenn wir Atomkraft haben, Kohleausstieg ist in Factorio nicht plausibel. Nee. Und außerdem haben wir ja auch die Züge mit Kohle betankt. Nicht plausibel. Atomausstieg. Guter Scherz. Ach Gott, wir brauchen dann ja noch nicht, die. Unser schönes Atomkraftwerk gebaut. Wir brauchen dann ja noch die ganzen Zentrifugen. Zentrifugen. Ja, wer kennt sie nicht? Für die Zentrifugen. Für die Kovarex-Anreicherungsprozess. Da brauchst du auch nochmal welche. Ich bin auf Porsche gerade. Damit wir das ganze Uran nochmal anreichern können, weil es entsteht ja größtenteils unangereichertes Uran, soweit ich das hier sehe. Ja. Mit dem können wir nichts anfangen. Genau. Das lagert hier einfach in Kisten in tausender Weise. So. Gibt es noch welche Aufgaben? Ich meine, an sich müssten wir halt mal das Nest auslöschen. Aber ich bin immer nur der planlose Typ, der und, Kupfer. Und das macht, was andere Leute ihm sagen. Kupfer. Wenn ihr mal dich so anschaut hier, wir haben halt nur diese eine Kupferquelle und da kommt nicht viel Kupferplatten an und das hält halt alles auf. Das habe ich sogar auf der Karte markiert das letzte Mal wahrscheinlich, als ich auf der Map war. Bauen. Da okay, mache ich. Wir brauchen Kupfer. Das steht als mal große Markierung da. da können wir mal gucken, wo Kupfer ist. Okay, die Kupferquelle, ich sehe sie. Und wir haben uns auch eine neue Kohlequelle markiert gehabt. Brauchen wir eigentlich noch eine neue Kohlequelle? Oder nein, aber ich hab einfach allgemein Quellen in der Umgebung markiert. Ja. Also, ich meine, wir haben eine westlich von unserer Fabrik. 1,3 Millionen. Wo ziehen wir eigentlich gerade Kohle her? Kohle? Stein? Aus unserer Fabrik noch. Da ist ja noch ein relativ großes Kohlefeld. Echt? Das sind ja noch 70.000. Ich würde sagen 69.000. Na, 70.000. Ja. Etwa. Dann gehe ich zum Kupferdingens und da komme ich an dem Kohle-Dingens vorbei und das können wir dann einfach dann als nächstes benutzen, das Kohle-Dingens. Nee, stimmt, da legst du das die Schiene vielleicht einfach östlich vorbei, also rechts dran vorbei und dann kommt die auf der linken Seite vom Kupfer wieder, geht die ja weiter. Da musst du vielleicht einen Bogen machen oder so und außerdem müssen wir uns um die Nester daneben ankümmern. Und Stein ist direkt daneben auch nochmal. Und genau, die Nester sollten wir erstmal auslöschen, die daneben sind. Und Stein hätten wir da auch nochmal. Falls unsere 3 Millionen Steine aktuell nicht reichen. Warte mal, dann mache ich gleich mal hier eine Markierung noch hin.
Da würde dann mal jemand erstmal mit mir mitkommen, das Nest auslöschen, weil das ist jetzt die Nester. Das ist ja, ach du Scheiße, das ist ja ganz schön viel da unten. Ne? Ja, aber sowas von. Ich glaube, wenn wir da Kupfer fördern, ich glaube, dann kommt die von da unten alle angerannt. Das heißt, ihr beide habt da erstmal schön was mit Nestern zu tun, dann kann ich währenddessen schon mal anfangen mit Bauen. Yay. Ey, du, ich glaube, ich kümmere mich. Ey, das Zeug ist ja erstaunlich grün. Also die Natur hier. Die ist erstaunlich grün. Nein, nicht mehr lange. Ach, guck mal, hier wird auch automatisch gleich repariert. Ja, hier haben sie auch dran geknabbert. Okay, also erstmal kümmere ich mich jetzt um das hier im Süden. Ich bereite schon mal den Schienenabzweig vor. Da kannst du an sich halt die ganzen Signale und alles, kannst du einfach kopieren von der einen, die wir da schon haben, die eine T-Kreuzung. Was ist das denn hier? Eine T-Kreuzung, die du bauen musst. Ja, hier ist... Ach Leute, das ist ein Radar. Und das ist mit Geschützen mit der Mauer hier gesichert um das Gleis herum. Die haben mein Auto kaputt gemacht, die Schweine. Deshalb fährt mein Panzer. Es steht doch ein Medium-Tank einfach in der Gegend rum. Das ist wahrscheinlich meiner oder Tobis, einer von beiden. Der steht hier an diesem eigenen Mauer noch da. Ne, der hat Laserverteidigung, deshalb habe ich den da abgestellt mit. Damit beschützt er einfach mit. Ah! Hier ist ein Viech bei mir. Hier ist ein Viech, das greift unser Radar an. Das andere Radar, was nicht eingebaut ist. Du hast ich doch hab Waffen. Da bist du aber selber schon. Ah doch, ich hab Waffen, aber wie bedient man Leertaste, die? Leertaste ist einfach das nächste Ziel. Oh Gott. Ich muss erstmal auswählen. Junge, du spielst Factorio. Wie wähle ich die aus? Oder automatisch? Mit Tab kannst du die verschiedenen Waffen machen. Unten links hast du so kleine Symbole. Die grün ausgewählte, ja, das ist die du aktuell hast. Raphael, lass mich mal mitfahren. Ich halte gerade an. Ich hatte vor, dich mitzunehmen. Wo wollen wir denn hin? Der Panzer hat aber nicht viel Energie. Leertaste funktioniert nicht. Ja gut, der läuft auch auf Solar. Oh Gott, was ist das denn? Tiere. Hilfe, der rennt hinterher. Ja, fahr mal zu Pascal schießen. Vorbei. Ja, der außer Reichweite. Und Leertaste geht nicht mit Schießen. Hilfe. Raffi, fahr zu Pascal hoch. Ich bin auf dem Weg zu Pascal. Ich laufe im Kreis. Jo, das ist ein... Das kannst du boxen. Das ist ein einzelnes Tier. Ja! Aber ich kann mich nicht verteidigen. Und das Radar ist kaputt. Das ist traurig. Und den Zug hat er glaube ich auch angegriffen. Der hinter mir jetzt schon wartet. Weil ich alles versperre. Das ist so traurig, weißt du, Raphael? Ja, ich hab noch nie in dem Spiel gekämpft. Man merkt. Du musst näher ranfahren. So, eins weniger. Explosive Shells haben wir nicht, oder? Also nicht Munition für den Panzer. Nee, haben wir nicht. Weil wir da aus irgendeinem Grund das für diese Waffenkategorien nicht haben. Ne, die sind nochmal extra zu craften. Eben. Ich würde einfach mal aussteigen, ne? Ja, fahr doch zum Bahnhof. Bahnförderung. Oder, ah ne, ich brauche noch ein Signal. Hier. Ich glaube, ich muss wegfahren, sonst macht das mir hier meine Drohnen, die mich reparieren wollen, noch kaputt. Gut, dass ich persönliche Laser habe. Naja, die funktionieren aber auch mit Energie, die du aus Solar beziehst. Nee, die funktionieren nicht mit Energie, die ich aus Solar beziehe. Hast du eine andere Energiequelle? Im Inventar glaube ich schon, ja. Und so im Spielerinventar. Aber in meinem Spielerinventar habe ich auch wesentlich mehr. Das bringt aber nichts für den Panzer. Ich weiß, aber wenn man im Panzer sitzt, funktioniert die persönliche Laserabwehr trotzdem. Was, ernsthaft? Ja. Lustig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nur so mittelnützlich bin. Gerade.
Aber ich kann dich fahren. Danke. Chauffeur vom Dienst. Ich kann dir ein paar bisschen Munition machen. Ja, mach das. Ich brauche aber 20 mm für diesen Panzer. Naja, ja. 20 mm. Ja, hier ist schon ausgelöscht, das Nest. Ja. Wie sieht eigentlich meine Rüstung aktuell aus? 2 Energieschilde, 2 persönliche Hangars, ein Exoskelett, 2 persönliche Akku 2. Ach stimmt, Pascal hatten wir immer nur das Zeug gegeben, was wir nicht mehr brauchten, ne? Ja. Ich bin chronisch unterfinanziert. Wie die Deutsche Bahn. Richtig. Naja, aber ich sag mal, du warst jetzt auch nicht derjenige, der es am meisten gebraucht hat, ne? Das ist korrekt. Boah, ihr seht ja, wie gut ich mit dem Zeug, was ich habe, umgehen kann. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, mit nur einem Panzer sich gegen diese Nester zu kämpfen. Hinweis, temporäre Stromausfälle an der Uranförderung möglich. Was? Das ist aber nicht gut, weil diese temporären Stromausfälle dann zu permanenten Stromausfällen führen, weil der Reaktor kein Uran mehr bekommt. Das sollte genug in Kisten sein, aber... umkabeln muss teilweise. Wegen dem Gleisabzweig. Ja, mein Gott, das sollte jetzt keine... Richtig. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst einfach die T-Kreuzung mal kopieren? Okay, ja, Pascal hat mir nicht zugehört. Ja, du kannst es auch so bauen, ja. Es ist jetzt nicht so schwer. Dann baue aber auch die Abzweigung, dass du von Kupfer nach oben fahren kannst, ne? Ja, das baue ich dann noch alles gleich. Warte doch ab. Es ist unnötig viel Arbeit, aber ich sag nur. Raphael, wo fährst du eigentlich hin? Dann mach ich das halt selber, ey. Irgendwie ist dieser See sehr grün. Ja, der ist grün. Bisschen algig. Grüne Energie. Wasser aus diesem See ist grüne Energie. Ey, wir pumpen das Wasser für das Atomkraftwerk aus diesem See. Das heißt, die Atomkraft ist grün. Ist sie auch grüne Energie. Wir benutzen grün leuchtendes Uran. Wir benutzen grün leuchtendes Uran mit grünem Wasser. Das heißt, es ist grün hergestellter Strom, definitiv. Also, ich weiß nicht, wie man das anders bezeichnen könnte. Ja, ich auch nicht. Oh absolut Gott. Nicht, nein. Ich glaube, das letzte Mal, als wir Factorio aufgenommen haben, war ich dabei, Wissenschaft zu bauen. Ja, stimmt. Also. Wer kennt's nicht? Ich baue auch gerne Wissenschaft. Ja, Infrastruktur um die baue Wissenschaft. Um Infrastruktur für die Wissenschaft. Hat sich nicht mal... Achso, ja, warte mal. Mein krasser Panzer, der steht da dort hinten. Warte mal. Ich brauche irgendwo... Hatten wir irgendwie schon mal was gebaut für explosive Raketen? Ich glaube nicht. Ich hatte ja mal einen schweren Panzer, aber leider habe ich mir den dann zerschießen lassen. Ja, stimmt. Das war so das Erste, was du gemacht hast mit dem Ding, ne? Du bist irgendwo hingefahren, ja. Hast ihn dir zerschießen lassen und danach ist nichts mehr passiert. Deshalb habe ich jetzt ja auch einen leichten Panzer. Glückwunsch. Weil die schweren Panzer mir zu langsam sind, da kann man nie ordentlich gut abhauen. Irgendwie sieht das überhaupt nicht schön aus, was hier gebaut ist bei dem Bahnhof. Bei unserem Hauptbahnhof? Hm. Ja, den finde ich von Anfang an hässlich. Weil ich versucht habe, ihn hübsch zu bauen, dann fand ich ihn nicht funktional genug. Auch schön, jetzt kommen direkt wieder die Transportroboter und nehmen mir meinen ganzen Kram ab und bringen mir neuen Kram, den ich anfordere. Glückwunsch. Kaum bin ich in Reichweite der Basis. Ja, passiert mir aber auch immer. So, das wird alles abgebaut.
irgendwie ist wird dieser Hauptbahnhof echt jedes Mal, wenn wir spielen, neu gebaut, habe ich das Gefühl. Ja, weil er jedes Mal halt hässlich ist. Nicht so, das ist nicht nur ein Gefühl. Das ist die Realität. So, das muss auch weg. Also ich würde ja sagen, wir brauchen effizientere Lila Science. Diese lila Fläschchen meint er. Ja, das heißt, wir müssen mehr Hochöfen herstellen. Wir brauchen vor allem das eine zuverlässige Kupferproduktion. Ja, eben. Ich bin ja gerade dran. Ich baue dem Zug so das Gleis unterm Hintern weg. Ist das gut? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, bahnbetriebstechnisch zumindest nicht. Machen wir das mal so. Das wollte ich nicht tun. So, okay, das passt. Ja, wir haben bei allen anderen Fläschchen Rückstau, weil wir nicht genug lila Fläschchen haben, um die um den Bedarf zu sättigen. Schlecht. Ja. Da 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 da. Warte mal. Mein Plan ist jetzt gerade, hier mehr Platz zu schaffen, damit hier auch drei Waggons Kupfer erzielen können. Falls sich hier irgendwer fragt, was ich hier gerade mache. Und ich habe jetzt den Bahnhof bei den Steinen auch so erweitert, dass man jetzt auch drei Waggons auf jeden Fall machen kann. Auch vier geht auch, glaube ich. Yay. Nice, ne? So, zack. Zack. Warum ich da die verbaut habe, ich weiß es bis heute nicht. Einfach so. Ich meine, an sich heißen die halt, dass die Dings. Ja, Dings halt. Die zeigen halt immer an, ob die gesamte Strecke, die der Zug hier fahren will, ob die ja auch frei ist. Also die gucken halt, also es ist halt dumm, dass ich die da verbaut habe. So bringt es halt gar nichts, dass hier auch nochmal Signale sind. Obwohl, gut, hier bringt es was wohl, aber gut, dann ist das Signal auch überflüssig. Obwohl, nee, eigentlich ist es das nicht. Ach, egal, keine Ahnung. zack. Zack. Und dann gehen wir hier hoch. Ja, also. Unsere lila Flächenproduktion hat wirklich das Hauptproblem, dass sie nicht genügend rote Platinen bekommen. Und woran liegt das? Dass wir nicht genug Kupfer haben, würde ich mal vermuten. Ja, es Kupferdraht ist voll, aber es kommen nicht genug Grüne an. Warum kommen nicht genug Grüne an? Weil wir nicht genug Drähte haben. Es kommen auch nicht genug Kupferdrähte an. Teilweise. Oh ja, stimmt, ich habe auf der falschen Seite geschaut. Der anderen sind bisher so selten Grüne angekommen, sodass diese Kupferdrähte sich einfach seit Ewigkeiten anstauen wahrscheinlich. Ja. Also wir brauchen sehr viel Zeug. Also ja, ich hab das wohl schon, diese Notiz, die war schon so richtig. Wir brauchen Kupfer. Das war schon richtig so. Was ich mal machen kann, ist die beiden Kupferförderbänder ausbalancieren hier. Also die beiden Kupferkabelförderbänder. Damit zumindest auf der Seite, wo grüne Chips ankommen, auch Kupferkabel ankommen. Da, 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 da. Da kommt Benzin. So. Und dann benennen wir das um die
Juliana. Und zwar in Bahnhof Kupferbasis. Da weiß der Pascal nämlich auch, wie er seinen Zug programmieren muss. Mhm. Und das hier machen wir einfach orange. Ich habe keine Ahnung, wie man orange macht. Leute, wie mischt man orange? Viel rot, wenig grün. Wollte ich auch gerade sagen. Ah, ja. Oh, ich habe keine Zugsignale mehr. Aber gut, reicht auch. Ich habe alle verbaut, die ich verbauen muss. Eisenbahninfrastruktur sollte jetzt fertig sein. Sagen wir mal 140. Und so ein bisschen blau dazu. Ja, das kann man. Ich habe keine Bahnhöfe. Nee, ich habe keine Bahnhöfe. Wo kommt, muss denn das Kupfer hin? Kupfererz, Kupfererz. Führen wir hier durch? Nee. Wo zwacken wir das denn hier durch? Ja, guck mal, das legen wir einfach direkt in dem Stahl. So. Und noch eine Haltestelle. Ja, klar. Immer dabei. Aber du kannst auch einfach craften, oder? Kann ich einen gerade craften? Ja, tatsächlich. Alter, brauche ja gar nichts. Naja, ich sag mal, Bahnhof ist jetzt kein so sehr, sehr advanced technology Dingsbums. Nee, guck mal, ich lass das hier alles. So, wie viele Waggons? 4 sollten reichen, oder? Für was? 4? 3. 4, okay. So viele Platz haben wir nicht. Dann baue ich hier 3 und ich baue es aber so, dass es in der Theorie noch auf 4 erweiterbar wäre, wenn man es bräuchte. So, wir präferieren natürlich die Quellen, die nicht hier lokal sind, damit die dann hier irgendwann abgebaut werden können, die Infrastruktur. Also damit das hier sozusagen das Kupfervorkommen hier wird sozusagen weiter abgebaut, aber wird halt aufgefüllt. So, dann müssen wir das nochmal verbinden hier unten, dass das dann auch überhaupt auf diesem Fließband da ankommt. So. Okay, also Kupfer ist jetzt an sich angebunden, da brauchst du nur noch den Zug für das Gedöns. Hast du den Zug? Oder soll ich den gleich aufs Gleis stellen? Den Zug habe ich keinen. Nee, den richtest du mal bitte ein. Zack, da brauche ich schon meine Lokomoko. Wie soll ich den Bahnhof dann eigentlich nennen? Ich vergesse das immer, wie man den nennen sollte. Guck wie die anderen heißen und erschließ es dir. Danke, Raphael. Wir haben meine Vermutung. Was hätte ich hier gesagt? 255. 70. So, Bahnhof Kupferförderung existiert auch. Das heißt, kannst du den Zug auch einrichten. 30. Oder? Hatte ich das so? Und die Farbe ist 255, 140 und 70. Also so hab ich es bisher gemacht. Mach wie du willst. Oder soll ich es beim Bahnhof ja auch noch einstellen? Ja, du sollst es beim Bahnhof einstellen, ja. Also was? 255. Moment. Ja. Blau 70. Blau. Jo, einfach so. Und grün? 140. Einfach so. Schlag was Besseres vor, wenn du was Besseres hast. Bei mir jetzt ein hellbraun geworden. Okay. Oh, ist egal. Und dann brauchen wir. Nee, warte. Mist. Konzentration. Förderung. Und zwar. Volles und hier leeres. Das ist, glaube ich, die Abfahrtbedingung, ne? Ja, genau.
Okay. So, stehe ich davor? Nein. Gut, dann können wir starten. Okay, Zug fährt. Ich hoffe, du hast alle Signale ordentlich gesetzt. Zuginfrastruktur ist da. Sehr gut. Er wird nur nicht so schnell zurückkommen, weil an der Kupferinfrastruktur noch nichts da ist. Weil jetzt erstmal Strom legen muss. Sehr gut. Die Jungsweise. Ah, der stellt sich erstmal hinten an, weil nämlich mein persönlicher Zug da noch steht. Natürlich. Immer diese reichen Leute und ihre privaten Züge. So. Ja, meiner ist vollgeladen, genau. Was hat der eigentlich so drin? Ein Motor, zwei starke Schilde und eine Laserverteidigung. Jawohl. Dort steht aber genau so auf der Strecke, dass er den Uranzug blockiert. Deswegen werde ich gleich mal meinen persönlichen Zug wegfahren. Dein persönlicher Zug, ist das nicht der Raptorzug? Ja, aber der gehört uns nicht uns allen? Immer mit dem. Ja, aber ich fahre immer mit dem, deswegen. Brems. Ach, ist du, ach, ist fast du ihn hier gerade. Okay. Ich wollte mal nett sein. Ja. Ja, ansonsten. Ja, der Steinzug kommt ja auch nicht hin. Sonst fahr ich einfach hier unten auf den Strecken, als ich nach unten schon weitergebaut habe. Provisorisch. Vor allem da ist mal drauf. Ich kann dann aber noch von da dann wieder runter rangieren. Stimmt. Wir sind ja Menschen, wir können rückwärts fahren. Das ist das einzige Kennzeichen, ne, Merkmal von Menschen, können rückwärts fahren. Zumindest in Factorio-Fahrzeugen. Warum können die Fahrzeuge das nicht selber, wenn es physikalisch möglich ist? Ich weiß nicht, warum KIs das nicht können. Wahrscheinlich, weil es dann einfach... Es wäre komplizierter, das halt irgendwie so zu machen. Übrigens können sie rückwärts fahren, wenn man einfach am Ende des Zugs eine weitere Lokomotive einbaut. Ja, okay. Hast recht. Aber das ist dann halt auch nicht wirklich sachdienlich. Da baut man lieber eine ordentliche Wendeschleife. Und baut die Lokomotive dafür vorne an den Zug dran, sodass man einen Überschallzug hat. Ich sag mal, immerhin sind die ganzen Viecher hier alle noch, auf Stufe 1. Wäre ja schön, wenn wir Artillerie hätten. Ja, die wären manchmal hilfreich. Das stimme ich dir wohl zu. Noch schöner ist es natürlich, wenn man dann einen Mord halt mit dem Atomwaffen in Artilleriegeschütze stecken kann. Ah, ja, gut. Wenn man es dann übertreiben will. Will man. Nein, eine Drohne ist kaputt gegangen. Förderer? Hab ich noch Förderer? Für Artillerie bräuchten wir Militär 4 und wir bräuchten haben wir schon gelbe Fläschchen? Wahrscheinlich antwortet die Antwort nein. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. Dann habe ich jetzt ja ein Projekt. Und ich bin gerade dabei, eine Nesterreihe aus drei großen Nestern auszulöschen. Also
für gelbe Fläschchen braucht man blaue Schaltkreise, Flugroboterrahmen und ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt es Low Density Structure. Was? Leichte Struktur? Also leichte Materialien wahrscheinlich? Ja, leichte Materialien, genau. Also so heißt es wahrscheinlich nicht, aber... Irgendwie sowas. Leichtbauteil, ja, genau. Ja, Leichtbauteil, genau. Also so halt ganz, auf minimales Gewicht getrimmt ist. Den Abbau. Wahrscheinlich nicht richtig, aber... Ja, nee. Das habe ich halt früher gemacht, so an sich ist es halt total dumm, aber du sparst halt meiner, so mäßig. Aber das brauchen wir halt einfach ja, nicht. Aber es ist das macht er halt immer noch. Ja, das ist das Problem. Es ist ineffizient, das ist es. Nur so angeeignet. Ja, das ist, du kannst dich halt nicht ändern. So, wie sieht's denn aus? Muss ein bisschen Energie regenerieren wahrscheinlich. Oh. Und mein Treibstoff, der ist auch bald zu Ende. Da fülle ich den schon mal ein bisschen mit Holzkohle. So. Ich mach mal Logistik beim Bewegen aus. Okay. Krabbel schon das nächste Vieh rum. So, genau. Ja. Schilde sind aufgeladen. Batterie 41%. Oh, da kann man den Krieg ziehen. Nur noch Strom und dann sollte die Anlage hier laufen. Na. Ich bräuchte bestenfalls noch einen großen Strommast. Kann ich den nicht bauen? Doch, kann ich. So, okay. Also ich weiß nicht, wen ich auf meiner Tour noch besuchen soll, aber bisher war es immer nur ein voller Erfolg. Also ich wurde immer mit viel Geschrei und Getöse empfangen. Ist das gut? Wäre jetzt die Frage. Ich weiß nicht, aber bisher habe ich immer gewonnen. So, okay. Hätten wir die ganzen Nester? Da wären die nächsten. Wumm. Ich fühle mich irgendwie so, als hätte ich bisher nichts Produktives gemacht. Ey, ich geh mal auf meiner Tour Pascal besuchen. Mal gucken, wie weit der so ist. Jetzt kommt der Chef vorbei. 31%, 20%. Sonst baue ich mir einen Flammentank und brenne einfach alles nieder. Warum Flammentank? Mach's weil das einfach, cool ist! Nimm dir den Flammenwerfer und brennen den Wald nieder. Ich meine, ich könnte auch so einen Rocket Artillery Tank nehmen, aber. Ja, gut, ich habe vorhin oben beim Atomkraftwerk den ganzen Wald mal niedergebrannt, damit man dort nicht immer feststecken bleibt, wenn man in. Förderung ist angelaufen. Yay. Der Zug wird angefangen zu beladen. Also wird beladen. Jetzt so. Dauert nur einen Moment. Yay, meine Geschwister prügeln sich wieder im Hintergrund. Wundervoll. Und, was sagen Sie? Keine Ahnung, ich höre denen doch nicht. Nein, das war zu Tobi, weil Tobi ist gerade bei mir. Und begutachtet, was ich hier fabriziert habe. Pascals Rüstung ist ja auch schon ein bisschen veraltet. Baut euch wieder die Hälfte ab.
Dann mach doch euren Dreck alleine. Um mit einem historischen Zitat hier die Bühne zu verlassen. So. Wie viele Eingänge haben wir? Vier. Lass mich hoch zum Uran fahren, um da zu wenden, du. Du kannst ja nur eine Wendeschleife bauen. Nee, unnötig. Ich kann einfach zum Uran hochfahren und da wenden. Verbrennt ein bisschen Kohle extra, aber gut. Ich habe erst gerade nachgeladen im Hauptbahnhof. Kann ich mir. Oh, jetzt bin ich wieder falsch abgebogen. Mist. Soll ich doch mal da hochfahren? Kann ich mal anschauen, was Tobi da am Hauptbahnhof fabriziert hat. So. Stille. Ah ja. Alle produktiv am Arbeiten. Das ist ja ganz komisch, ne? Also. Ja. Wie sowas mal zustande sowas kommt. Gibt. Sieht irgendwie immer noch aus wie vorher, der Hauptbahnhof, habe ich das Gefühl. Nein. Ein paar Gleise sind verlegt worden. Naja, und das ist der entscheidende Unterschied. Tobi, fällt dir auf, dass ich dir subtil bei der Arbeit helfe, indem ich aus Kilometern Entfernung Blueprints platziere? Mir ist aufgefallen, dass irgendwas mit dem Strom plötzlich war, ja? Ich habe mich so ein bisschen gewundert, ob ich das aus Versehen weggemacht habe, aber ja, cool, dank. Ich hatte es weggemacht, weil ich schon gesehen habe, dass das sonst Probleme mit dem Förderband macht. Pascal, was du jetzt nicht gemacht hattest, das war, dass du die einzelnen Bänder von den verschiedenen Kupferbändern, die sozusagen von der Quelle kommen, dass die alle nur in eine Richtung gehen. Aber so hast du halt eine beschränkte Kapazität von dem Förderband, wie viel da durchgehen. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz so relevant, aber auch weil, vor allem, wenn du jetzt größere Mengen an Minern hast, dann ist es durchaus wichtig, dass die halt aufgeteilt werden und halt aufgeteilt bleiben. Zwar vermischt werden, aber halt nicht an einem Band einfach nur vorbeigehen. Also wenn du das einfach mal kurz angucken willst. Ja, ich habe gesehen, was du da geändert hast. Genau. Was wollte ich schon machen eigentlich? Ich wollte doch das letzte Nest machen, ne? Habe ich da jetzt wirklich Bock drauf? Nee, aber an sich, wir müssen halt eine Verteidigung hier aufbauen. Ich weiß, was ich jetzt mache, und zwar... Gelbe Science. Gelbe Science, auf jeden Fall planen erstmal. Ich brauche Raketen, am besten Explosive. Brauchen außerdem ein bisschen Radar. Wow. So, und ich stehe hier einfach mal an diesem Bahnhof und warte, bis ich wieder meine ganzen Materialien wieder bekommen habe, weil ich habe gerade ordentlich Materialien verschleudert, als ich da das zurückgebaut habe. Außerhalb der Reichweite der Roboter-Hangars. Meinen persönlichen Hangar bitte aus. Achso, hier müsste Pascal, wenn du gerade nichts zu tun hast, dann könntest du nochmal Roboter-Hangar hier runterlegen. Das war das, was ich gerade machen wollte. Deswegen ach so, okay. Warte ich gerade auf Materialien, neue Roboter-Hangars zu bauen. Achso. Dann habe ich nichts gesorgt. Also muss ich meine roten Schaltkreise selber bauen, weil ich nicht genügend im Inventar habe. Oh, nervig. Deshalb bauen wir Kupfer. Mehr Kupfer. Wobei gerade 4000 lieferbar sind. 4000 rote Schaltkreise. Lieferbar, das klingt schon wie mit Grafikkarten. Und auf dem Weg sind 117 zu mir gerade.
Gut, das klingt nicht mehr nach Grafikkarten. Naja, kommt drauf an, was du für ein Besteller bist. Wenn du natürlich eine riesige, groß angelegte Bitcoin-Farm machen willst, oh, wow. Und das Geld dafür? So, okay. Machen wir auf die Seite einen Turm. Ey, komm, das können wir ein bisschen platzsparender hier machen. Wir müssen ja nicht ganz so groß aufziehen. So. Und sobald Pascal dann hier eine Drohne reingebaut hat, sollte das dann auch gebaut werden. Ziehen wir mal auf die Seite nochmal ein paar Tore. So. Ich will ja keine roten Schaltkreise. Ich brauche diese roten Schaltkreise. Was selber? Ja, es dauert ewig lange, die herzustellen. Du musst warten, bis Kupfer in die Basis kommt, damit wieder rote Schaltkreise hergestellt werden. Aber es sind doch 3800 im Liefernetz, aber die kommen nicht. Geh mal zu den Mülleimern. Die kommen schon, die Drohnen brauchen nur ewig lange, bis die mal bei mir sind. Geh näher ran. Ja, eben. Und außerdem ist jetzt schon der Kupferzug auf dem Weg. Endlich mal. Hat irgendwer Lust, mal Lasergeschütztürm-Dingsbumsens zu bauen? Nein. Lasergeschütztürm-Dingsbumsens? Ja, die habe ich auch zuletzt mal gebaut. Naja, aber halt eine... So, jetzt kommt hier Kupfer in... Wo soll ein Lasergeschütztürm denn hin? Wir brauchen eine allgemeine Produktion, damit wir auch die langfristig... Eine Lasergeschütztürmproduktion, da ist das sinnvoll. ...die Maschinengewehrgeschütztürme ersetzen können, weil wir die halt eigentlich mal nachfüllen müssten. Unter anderem ist hier schon einer zerstört worden. Das ist schlecht beim Öl. So, hier haben halt auch nur begrenztes Dings, also Inhalt, den sie da reintun kannst. Die Produktion, für die bin ich aber nicht zuständig. Also da baue ich aber nur wieder Mist. Den Tobi Wut und Brand abreißt und selber neu baut. Deswegen lasse ich davon die Finger. Also ich würde sie bauen, wenn die Produktion dann da ist. Willst du installieren? Also ja, ich würde es dann installieren. Richtig. Pascal sieht sehr beschäftigt aus. Auf der Karte. Ich stehe hier und crafte und warte, bis das Zeug angeliefert kommt. So, jetzt gut, ich sehe auch nicht viel beschäftigter aus, weil ich gerade halt auf die Karte starre, um zu sehen, wie sich das Kupfer verhält. Das verhält sich akzeptabel, würde ich sagen. Also es kommt wieder welches. Yay. So, dass so langsam auch die Schmelzöfen wieder anlaufen. Und was dazu führt, dass auch wieder Kupferkabel in Massen vorrätig sind. Sehr gut. Okay, Schritt 1, ich fahre zur Ölförderung und baue da welche hin. Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade einiges Zahnräder in die Müllkisten entsorgt. Weil ich kurz im Bereich war. Du hast wohl so viele Zahnräder? Ne, ich habe ein paar Geschütze gebaut, da gehen ordentlich Zahnräder drauf. Ich glaube kaum, dass es für die Raketen war. Ja, Raketen mit Zahnrädern, wer kennt sie nicht? Aber ich glaube fast, wir haben immer noch nicht genug Kupferkabel, um die Anforderungen zu erfüllen. Was? Dann würde ja die Schmelze also, nicht reichen. Also ich sag mal so, die grünen Schaltkreise kriegen immer noch nicht genügend Kupferkabel. Oh, ja. Das liegt aber an der Produktion von den... Es liegt daran, dass wir nicht genug Produktion haben. Beziehungsweise es liegt auch teilweise daran, dass halt die Produktion nicht effizient aufgeteilt wird, weil halt
die Hälfte der gesamten Produktion direkt ins Rote geht, obwohl es vielleicht sinnvoller wäre, die Produktion komplett erstmal auf ein Band zusammen. Nein, dafür haben wir nicht schnell genug Bänder. Brauchen wir schnellere Bänder? Wir haben ja schon schnell. Ich meine, die Roten, das ist bei den Roten, dass es bei den Roten sich überhaupt staut, liegt ja nur daran, dass die Grünen nicht genug ankommen. Mhm. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ich meine, ja, wahrscheinlich kannst du zwei von den roten Schaltkreisen. Also, das sind praktisch die beiden Bänder, die zu den roten gehen. Dann machst du jeweils nur zwei Fabriken und zwei tust du noch mit zu den grünen Schaltkreise-Produktionen. Was hältst du davon? Weißt du, was ich meine? Ich denke, ich mache jetzt zuerst mal das gelbe Zeug weiter, bevor ich mir wieder mache. Sonst wird das gelbe Zeug nie fertig. So wie ich mich kenne. Ich muss mich ja anstrengen, dass ich nicht versehentlich gecopyrightete Musik pfeife. Du armes Ding. Tust mir total leid. Das ist schon traurig, dass der YouTube-Copyright-Algorithmus da so präzise ist, dass man gefühlt Zeug nicht mal pfeifen kann, wenn man nicht verklagt werden möchte, sag ich's mal so. Ah, nee. Nee, der muss weg. Ah! Kompliziert. Warum genau haben wir da nicht zwei Bänder? Keine Ahnung. Weil niemand zwei Bänder gebaut hat, wäre meine Vermutung. Nein, falsch rum. So rum. So, und jetzt müsste eigentlich das so gehen. Ich meine, die werden ja auch nochmal vermischt hier. Zweimal. So, und sobald das dann hier gebaut ist, passt das auch. So, genau. Dann geht das dann nämlich dorthin. Wird hiermit aufgeteilt. Sehr gut. Und es kommt wieder gar kein Kupfer an. Jo, läuft doch. Nee. Okay, die Aufteilung hier ist auch nicht ganz gut. Da geht mehr in die einen als in die anderen. So. So wird es gleich aufgeteilt. Und sorry, Pascal, ich... 17 Uhr. Ich muss dich leider vertrösten, aber es ist einfach zu wenig, wie du das gebaut hast. Die Effizienz ist nicht hoch genug. Beim Kupfer oder wie? Ja. So, wie lange wollen wir jetzt noch weitermachen? Weil wir haben es jetzt 17 Uhr schon. Ja, das hast du gerade schon gesagt. Deswegen frage ich ja. So, pass auf, dann setzen wir hier einfach mal einen hin. Und da einen hin. So. Selbst beim Uran oben haben wir noch kein Roboter-Hangare. Ich drücke immer X, um abzureißen, aber falsches Spiel. In Satisfactory ist doch auch F abreißen. Ja, ja, aber nicht in Dyson Sphere. In Dyson Sphere ist es wohl X. Ja. Ich habe gestern mal wieder ein bisschen Satisfactory gespielt. Habe ich gesehen, ja. Stimmt, mein Steam-Spielstatus ist ja öffentlich. Okay, also ich habe es jetzt erstmal etwas erweitert. Habe ich jetzt ernsthaft das Kabel weggemacht? Ah, ich wollte nur kopieren. Oh Gott. Kupferkabel von da nach da bitte. So. Und von da geht nicht.
Dann müssen wir das einfach einmal so machen. Und ich weiß nicht. Stellen wir eigentlich irgendwo schon blaue Schaltkreise her? Du, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Nein, haben wir nicht. Ich hatte Schaltkreise im Inventar habe. Aber es gab mal so eine ganz kleine. Es gab mal so eine ganz kleine Produktion, die ich mal so provisorisch gebaut habe. Einfach weil ich mir dann wegen ganzen Rüstungskomponenten halt alle diese blauen Schaltkreise brauchen. Und deshalb hatte ich da einfach mal so zwischendurch eine gebaut. Die war aber halt nie wirklich auf wirklich produzieren ausgelegt. So, okay. Jetzt wird das ja auf jeden Fall gebaut und bis zum nächsten Mal müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass Pascal hier noch seit den Drohnenhangars mal fertig baut. Guck mal, da kommt er schon. Und ja, aber ich würde sagen, dann machen wir dann auch Schluss mit Factorio für heute. Kann man machen, oder? Ja. So. Strom verlegen, das kann man noch machen. Gut, die dann sind wir soweit durch für heute mit dem Spiel. Jo. Dann geht's jetzt gleich nochmal quer durch den Matsch. Boah, nee. In Matchrunner. Yay. Na gut. Ja, das war's mit diesem Zusammenschnitt. Schaut doch gerne bei den anderen Zusammenschnitten rein. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.